Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. So, heute sitzen wir hier wieder beim Schreiber drin. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Schluck. Einen Frühstück morgendlichen Schluck aus meinem Glas nehmen, denn es ist ja morgens hier im Kingdom. Und zwar haben wir es 5 Uhr, 5 Uhr 2 mittlerweile. Und was ist mit dem hier? Kerle, steh doch mal auf. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Etwas von einem Mann und einer Gans. Ich muss nochmal lesen, dass Gier in einem nichts bringt. Genau. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Okay, dann das checken wir mal kurz aus. Wir hätten nicht schlafen brauchen, wir hätten einfach nur zu dem zurückgehen sollen. Misty Kaki. Eines Tages ging ein Bauer zum Nest seiner Gans und fand dort ein Ei, das gelb schimmerte. Als er es nahm, es schwer wie Blei, wollte es schon fortwerfen, weil er dachte, jemand hätte ihm einen Streich gespielt. Ja, die Fabel. Federkiel. Jetzt haben wir einen Federkiel. Jetzt können wir hier. Das hier. Ah, hier. Ach du Schande. Un su est libre. Also ul su est libre tam mal su ut non aqui aliqua apte prosit libri muti amgistris nut poitmus orato est qui paxi verbs plurima dicti. Ja, wir können Latein. Wunderbar. Dann stehe ich mal direkt wieder auf. Sehr schön. Okay, ich bin jetzt Lateiner. Hallo, ich bin Lateiner. Kann ich ja mit dir reden, Lateinisch. Ich hoffe, ich kann dir immer noch nach dem dann. Kerle, steh doch mal auf jetzt. Ist doch schon. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? So, steht da, nullus est liber tam malus ut non aquila pate prosit. Oder steht da, was? Nutus nullus nullust liber libre. Liber tam malus ut nuna licor patri prosit, aliqua parte prosit. Das ist immer gleich. Aliqua, außer hier, da stimmt's nicht. Aber aliqua parte prosit. Aliqua parte prosit. Non aliqua. Ut non aliqua parte prosit. Nullus. Das heißt nullus, nicht nutus. Nullus est liber tam malus. Ut non aquila. Ut non aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich.
Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Nice one. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Domine. Mächtiger als das Schwert. Quest abgeschlossen. Jawohl. Neue Stufe erreicht. Lesen. Wir können jetzt lesen. Wir sind Leser. Wir sind Gelesene. Gelehrte, gelesene Spieler. Fertigkeiten. Zack, lesen. Bam. Lesefuß. Lesefluss. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig wie gewöhnlich. Was? Man wird hungrig und müde? Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Ich glaube, das... Ja. Ja, nee, komm. Da werden wir nicht müde. Das ist schon mal gut für den Anfang. Lesen Stufe 3. Kräuterkunde Stufe 5 sind wir schon. Jagen Stufe 0 haben wir noch gar nicht gemacht. Heimlichkeit 3. Alchemie 2. Reiten sind wir schon Stufe 8. Reparieren Stufe 0. Schlösser knacken Stufe 5. Da haben wir aber auch noch einiges vor uns. Taschendiebstahl haben wir uns die Finger von gelassen. Trinkfestigkeit 3 geht eigentlich. So normale Werte, würde ich sagen. Energie 98%. Das liegt dann offensichtlich jetzt am Lesen. So, das heißt, die Aufgabe hier ist zu Ende. Wir waren beim Schreiber. So, jetzt haben wir noch Matthäus und Fritz. Dann das Liebesleben mit Theresa der Müllerin. Wo wir aber, wie gesagt, noch warten wollten. Bis da ein bisschen Gras über die ganze Sache gewachsen ist. Ich mach die Tür auch wieder zu. Dass den keiner klaut, den Kerl, wenn er da bei Nacht schläft. Was heißt bei Nacht? Am helllichten Tag schläft er. Es ist helllichter Tag, 5:30 in der Früh und der schläft und ratzt hier sich einen ab. Aber wahrscheinlich hat jetzt auch zu viel gelesen, der Gute. Das heißt, wir sollten uns ein Buch kaufen. Wie sieht's denn aus? Mehr Hoyette dürfen wir noch nicht. Hilfe. Oh, wir dürfen wieder nach Hatay, oder? Ja, wir dürfen wieder nach Hatay. Sehr schön. Nur mehr Hoyette dürfen wir nicht. Und Skalitz dürfen wir auch noch nicht. Skalitz muss aber schon sehr lang her sein. Aber da sind wir offensichtlich noch sehr gesucht. Aber mehr Hoyette, ja, dürfen wir noch nicht. Hatay dürfen wir wieder. Das heißt, wir können zu unserer Geliebten gehen, aber wenn wir da laufen, wir könnten eine Schnellreise machen zur Ratayer Mühle. Die würde aber wahrscheinlich übel lang dauern. Egal, wir probieren es mal. Wir können ja dann wieder zurückreisen. Du trägst zu viel und kannst nicht schnell reisen. Okay, wir müssen zuerst mal einen Händler finden, dem wir unser Zeug unterjubeln können. Da haben wir schon einen Krämer, da haben wir einen Händler. Sehr schön. Das heißt genau gegenüber quasi. Wie sehe ich das? Hopp. Soll ich noch über den Zaun hüpfen kann, ist alles in Ordnung. Töli hat uns noch nicht entdeckt. Okay, Händler hat noch nicht offen, offensichtlich. Töli hat auch noch geschlafen. Hier ist noch gar nichts offen, hier ist noch überhaupt gar niemand unterwegs. Aber ich dachte, die wären im Mittelalter, wären die auch schon früh draußen und so. Gar nichts hier. Oder sind wir falsch? Warte mal. Hilfe. Was ist das hier? Questmarker. Ah, Hauptquest, Nebenquest. Lalalala. Diese Quest da, diese eine. Die kriege ich nirgends angezeigt, oder? Vergeltung. Wenn ich jetzt mal diese rot-weiß gestreifte ausmache. Wie war das jetzt hier? Wo kam ich auf die Karte? Ah, hier, Karte. Hauptquests. Ach so, nee, das sind alle. Die müsste ich dann alle ausmachen und dann sind die alle weg. Hinweisgeber, Quest. Nö, das lassen wir alles mal an. Okay, das ist schon ganz schön viel. Egal. Lassen wir alles an, so viel ist es ja nicht. Ich wollte hier eine Markierung setzen. Hallo. X. Wo ist denn jetzt die Markierung? Hier. Also doch hier drin. Oder ist es hier draußen? Geht's hier rum? Ah, vielleicht komme ich hier rum.
Oder der hat echt wirklich noch nicht offen, dass die echt... Was ist das? Warum ist da ein Schuh? Warum hat er einen Schuh am Zaun? Ne, der hat schon offen. Okay, das war ein anderes Haus. Mit dem leichten Schloss, das ich hätte knacken können. Getrocknete Pilze. Okay. Ich will Sachen verkaufen. Jetzt ist es 6. Wachen die jetzt mal auf? Ist der jetzt mal angezogen? Man sieht ja auch gar nichts. Auf YouTube wahrscheinlich im Moment auch nicht. Dann sieht mich aber auch keiner, wie ich die Schloss hier knack. La 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 la. Toll, Fackeln. Egal, das merkt der Händler nicht, wenn wir ihm seine eigenen Fackeln verkaufen. Beziehungsweise vielleicht sind die dann eher als geklaut markiert und wir können sie ihm gar nicht verkaufen. Aber dann können wir ihm wenigstens ein paar andere Sachen verkaufen und dann suchen wir uns hier eine Mühle auf. Hallo. Hallo. Okay, ich glaube, wir laufen hier mal noch ein bisschen rum. Der will uns noch nicht in Empfang nehmen. Hier kommen jetzt aber schon welche raus. Na, so langsam kommen sie aus ihren Häusern gekrochen. Also ich muss definitiv erstmal... Oder haben wir hier eine Mühle? Ne, wir haben hier keine Mühle. Da haben wir einen Bäcker entdeckt. Da haben wir Unterkunft entdeckt. Was haben wir hier? Da gehen wir hier halt mal hingelatscht. Wenn wir gerade schon am Rumlatschen sind, können wir auch mal darüber latschen. Bis der Händler offen hat. Uns ein bisschen hier die Beine vertreten. Macht ja nichts. Da ist der gute Wirt, der uns hier hat pennen lassen. Schade, dass es hier keine Mühle gibt. Ja, überall diese riesigen Pferdeäpfelhaufen. Aber ist schon geil. Stell dir mir schon cool vor, hier müsst so, so ein bisschen nach Holz riechen. Natürlich überall nach Pferdeäpfel und nach lumpigem Wasser. Aber hier so morgens so, dieser komische, lehmig, sandige Boden. Immer mal wieder Pfützen. Was denn der Kirche? Ist da was drin in dem Wagen? Nö. Schon irgendwie cool. War das dieser unerforschte Ort? Nee. Da haben wir noch sehr viele Häuser, die wir ausräumen können. Da können wir dann, da wir ja jetzt lesen gelernt haben, haben wir hier einen Krämer entdeckt. Können wir dem ein bisschen was verkaufen? Ah, wieder diese Fackeln. Hör doch mal auf. Kein Mensch braucht so viele Fackeln. Okay, wir können jetzt gleich gar nicht mehr laufen. Dann stehen wir einfach nur noch da. Das ist der Krämer, aber ist es der unerforschte Ort? Ja, das war der unerforschte Ort. Also wir gehen zurück zum Händler. Der müsste ja jetzt mal langsam wach sein. Jetzt müsste schon 7 oder so sein. Ich habe keine Ahnung. Da wird die Kirche rennen. Jetzt regnet es auch noch. Wo ist denn das? Ai, und auch noch so stark. Und wir können nicht rennen, weil wir so voll beladen sind. Igitt. Ich will hier unter das Dach. Oh nein. Was ne Sauwetter. Ja. Die Dächer, die da früher hatten, auch interessant.
So, Stroh. Schon krass, wie die früher gebaut haben. Ich meine, das hier sieht eigentlich schon ganz normal aus, sag ich mal. Gut, kein Glas, also halt nur offene Dinge. Aber hier auch diese Schindeln und so, diese Holzschindeln. Naja, es erfüllt seinen Zweck. Ja, überall Pferdeäpfel hier. Hier hat einfach jemand sein Zeug stehen lassen. Seine kaputten Fässer liegen lassen. Hier wieder Kacke. So, wo geht's zum Händler? Da geht's zum Händler. Oh Mann, ist das nervig. Wir brauchen echt ein Pferd. Wir brauchen ein gutes, schnelles Pferd mit viel Kapazität und Satteltaschen. Da was für Satteltaschen ist höchstwahrscheinlich egal, aber wir brauchen ein Pferd mit viel Kapazitäten. So, gehen wir mal zum Händler rein. Hallo? Ich will was kaufen. Verkaufen. Wann macht ihr denn auf, mein edler Herr? Die anderen sind da auch einfach reingelatscht. Warum darf ich nicht einfach rein? Hallo? Muss der Wind sein. Wie viel Uhr haben wir es denn? 7 Uhr. Gibt's doch nicht. Fragen wir sie mal, vielleicht ist sie ja die Händlerin. Guten Tag. Nein. Sie. Huch. Sie steht in uns rein und verschwindet dann. Ich will. Ach, jetzt guck mal. Jetzt können wir endlich rein hier. Hallo, der Herr. Na, endlich hat er sich mal angezogen. Gott segne dich. Bist du endlich mal aufgestanden? Ach, guck mal. Da hinten hat es einen kleinen Aufpasser. So, ich möchte gerne verkaufen. Und zwar Bier haben wir nämlich gesammelt. Ordentlich. Kannst du gern alles haben. Branntwein kannst du gern alles haben. Den kriegst du nicht. Brötchen kriegst du nicht. Die brauchen wir noch. Hier. Unterhosen. Kannst du gerne haben. Dietriche kriegst du nicht. Dunkle Fußwickel mit Sohlen kannst du haben. Fackeln kannst du haben. Nimmst du mal 8 Stück. So, die Beinlinge, die nicht, die sind ein bisschen heiß. Das Hirschleder kann er haben. Das Hundeleder kann er haben. Die Jagdhandschuhe nicht, die wollen wir selber behalten. Die Karotte, ja, die wollen wir auch behalten. Dieses Schmiedeset. Ach komm, weißt du was, kann er auch haben. Können wir uns alles wieder kaufen. Knüppel kriegt er auch. Wappenrock. Kurzer Wappenrock. Weg. Langstreckenpfeil. Ein Leinenhemd kann er haben. Meerrettich. Kann er auch haben. Der ist nicht mehr so gut. Met kann er haben. Alle 4. Radieschen sind noch gut. Retterschnaps brauchen wir noch. Rote Beete können wir auch noch essen. Das Rüstungsset. Wie war das hier? Da kann man die Rüstung reparieren. Reparaturset für Rüstungen. Es hält ein Hammer, Zange, Ersatzmaterial, Nieten und Draht. Ach komm, weißt du was. Kannst du haben. Vermögen des Händlers 180 und du erhältst 180. 98, okay, das ist zu viel. Schnaps, den kann er haben, dann nehmen wir uns die Dinger wieder raus. Spinnennetze kann er haben. Nehmen wir uns Rüstungssets und sowas wieder raus. Verbände kann er haben. 8 Stück. Die Wassermelonen kann er haben, den Wein kann er haben. Den Wermutgeist will ich mal behalten, das hat ganz gut gehalten, geholfen. Wildschweinleder kann er haben, das kriegt er nicht, das ist geklaut. So, dann sind wir wieder deutlich besser aufgestellt. Und jetzt gehen wir in den Warenkorb, dann nehmen wir zurück, und zwar das Schmiedeset.
Und das Rüstungsset. Und dann sind es noch 170. Na, dann können wir das Schmiedeset eigentlich wieder ihm wieder reintun, oder? Huch. Verkaufen. Nee, dann ist es wieder zu viel. Hä? Kapiere ich nicht. Ja, doch, klar, natürlich, 88. Aber vielleicht können wir ihm ja 180 dafür abluchsen für alles. Okay, wir versuchen es mal. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? 180er sind der Dash, dann komm. Händler hat nicht genug Geld. Frag mal ihn mal, ob er uns 180 gibt dafür. Ha! In Ordnung. Nice one. Haben wir 180 gekriegt, haben ihn komplett ausgeräubert. Und jetzt haben wir Groschen 1,4k. Das ist sehr schön, damit werden wir höchstwahrscheinlich ein Pferd kriegen. Und wir können wieder rennen. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Folgenpause und dann suchen wir uns mal eine Mühle, wo wir den Rest loswerden. Schreiber. Ein Buchladen gibt es ja auch noch. Was ist hier? Da ist noch ein unerforschter Ort. Da würde ich noch gern hinspurten. Na so, dann haben wir den Ort hier auch soweit raus. Wo ist das Markerding? Markerding, habe ich dich nicht gesetzt. Hä? So, jetzt. Da ist er. Wo ist es? Da ist es. Doch, hier raus. Ach, das ist der Schreiber. Okay, das sah gerade aus wie so ein Alchemietisch oder Alchemieplatz oder irgend sowas. So, wo ist der unerforschte Ort? Oh, uns brennt der Hals. Kurz ein bisschen Pause machen. Ah, ein Schießstand. Da können wir ein bisschen Bogenschießen üben. Ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Dann können wir unsere Bogenschießskills ein bisschen erhöhen. Dann können wir ein paar Langstreckenpfeile klauen. Ist ja keiner. Hier haben wir noch Truhen oder so ein Zeug. Das ist aber geschickt, dass wir hier Pfeile klauen können. Können wir uns hier hinsetzen. Ah, und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und dann tun wir hier ein bisschen mal Pfeil und Bogen schießen üben, um den Bogenskill vielleicht ein bisschen hochzutreiben. Mal sehen, ob es schnell geht oder ob es lang dauert. Und wenn es lang dauert, dann suchen wir uns mal eine Mühle auf, um das Zeug zu verkaufen, um endlich unser Pferd zu kaufen. Denn für 1,4k da kriegen wir mittlerweile einen guten Goal. Bis dahin, meine Freunde. Macht's mir gut. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn's heißt Time to Play hier bei Kingdom Come Deliverance. Ciao.